Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Jetzt gibt's mal wieder ein kleines Lehrvideo und zwar zu den Rechtsformen, ja, bei Existenzgründung. Und wir schauen uns jetzt hier diese Tabelle mal ganz oldschool-mäßig zusammen an und dann werde ich das Ganze mal ein bisschen erläutern. Ja, wir werden uns ansehen, die Einzelunternehmung, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft. Man muss dabei wissen, diese ersten vier Unternehmensformen hier, das sind Personengesellschaften und die letzten beiden, die GmbH und die AG, das sind Kapitalgesellschaften. Der große Unterschied dabei ist, bei Personengesellschaften haftet immer mindestens eine Person auch mit Privatvermögen. Das heißt, wenn was schiefläuft im Unternehmen, muss man auch mit seinem Privatvermögen gerade stehen. Und bei den Kapitalgesellschaften, GmbH und AG, ist die Haftung immer aufs, ja, Unternehmensvermögen beschränkt. Ne? Dann kann da nicht mehr schief gehen. Ja. So, jetzt schauen wir uns das der Reihe nach an. Also, die erste Personengesellschaft hier ist das Einzelunternehmen. Das ist somit die einfachste Unternehmensform, die es gibt. Da gibt es verschiedene Firmenarten. Das ist jetzt hier bei jeder Unternehmensform hier gleich in dieser Tabelle, das heißt, die Firma ist immer nur der Name des Unternehmens, ja. Und da gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Also, man darf eine Personenfirma, ja, einrichten, eine Sachfirma, eine Mischfirma oder so eine Fantasiefirma. Ja. Personenfirma, da steht immer der, ja, Gründer letzten Endes im Namen drin. Zum Beispiel Hans Meyer, hier eingetragener Kaufmann. Sachfirma, dann sieht man, was das Unternehmen tut. Da steht zum Beispiel Herrenmoden, eingetragener Kaufmann, und Mischfirma wäre eine Mischung aus den ersten beiden, also Hans Meyer Herrenmoden, eingetragener Kaufmann, wäre eine Mischfirma, und eine Fantasiefirma ist ein ausgedachter Name, zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Modi oder so, ne? Genau. So, dann Geschäftsführung und Vertretung, das ist jetzt auch immer gleich hier in der Tabelle, das heißt, Geschäftsführung ist Innenverhältnis, das heißt, das ist alles, was sich im Unternehmen abspielt, bei mehreren Gesellschaften ist das so, das Verhältnis der Gesellschafter untereinander. Und Vertretung heißt immer nach außen, das nennt sich Außenverhältnis, also Kontakte zu Kunden, Lieferanten, Ämtern und so weiter. Ja, und hier Geschäftsführung und Vertretung, es gibt ja nur einen beim Einzelunternehmen, eine Person meldet das Unternehmen an, Betriebsinhaber alleine. Haftung alleine mit Geschäfts- und Privatvermögen, dieser eine, ne? Kapital, es ist kein Mindestkapital notwendig, um dieses Einzelunternehmen zu gründen und der Betriebsinhaber bringt alleine das Kapital auf. Ist ja klar, es gibt ja nur den einen. Gewinnverteilung ist auch klar, ne? Es gibt ja nur den einen, also der Betriebsinhaber alleine bekommt alles. Und Besonderheiten habe ich jetzt mal aufgelistet, der Gründer ist selbst für alles verantwortlich. Die Gefahr der Arbeitsüberlastung ist gegeben und der mögliche Gewinn muss dafür nicht geteilt werden. Ja, das war es schon im Prinzip. Kleine Übersicht zum Einzelunternehmen. Das ist somit eine sehr einfache Unternehmensform und die ist auch sehr häufig gewählt in Deutschland, weil sie eben so einfach ist, um sich selbstständig zu machen. Jetzt schauen wir mal weiter zur offenen Handelsgesellschaft. Da ist wieder so Zusatz OHG beim Firmennamen. Ansonsten ist wie immer bei allen Unternehmensformen Personen, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma erlaubt. So, das Besondere ist hierbei, mindestens zwei Personen tun sich hier zusammen. Ja, und die haben alle gleich viel zu sagen und gleiche Rechte und gleiche Pflichten. So, und Geschäftsführung und Vertretung deswegen. Jeder Gesellschafter ist zur Führung der Geschäfte berechtigt und verpflichtet. Also es besteht Mitarbeitspflicht. Ja, Haftung, das ist jetzt was Besonderes. Jeder Gesellschafter haftet unmittelbar. Das heißt, jeder Gläubiger kann sich direkt an jeden wenden und das Geld einfordern. Unbeschränkt, also wieder mit Geschäfts- und Privatvermögen. Und solidarisch, das heißt, man haftet auch für die anderen Gesellschafter mit. Ja, und das ist das Gefährliche bei der OHG, wenn einer Mist baut, sich dann ins Ausland absetzt. Man muss einfach für den mitbezahlen und da muss man halt selbst im Innenverhältnis gucken, wie man sich das Geld von dem wieder zurückholt. Und wenn da nichts zu holen ist, hat man halt Pech gehabt. Aber die Kunden und Lieferanten und so sind geschützt, weil die können sich von jedem Gesellschafter das Geld holen. Kapital, kein Mindestkapital notwendig, aber natürlich, wenn man einen Gesellschaftervertrag abschließt, muss jeder laut Vertrag seine Einlagen einbringen. So, dann gibt es hier die Gewinnverteilung.
da ist die vertragliche Regelung immer möglich, ne? Und wenn nichts geregelt ist, gibt es die gesetzliche Grundlage, da bekommt jeder 4% Zinsen auf das, was er eingebracht hat als Kapital ins Unternehmen, und der Rest wird gleichmäßig verteilt, also nach Köpfen. Ja, und Besonderheiten: die solidarische Haftung ist riskant und es kann zu Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern kommen. Das ist ja auch klar und finde ich auch relativ riskant. Man sagt ja schon, bei Geld hört die Freundschaft auf, und bei so einer OHG, da muss man wirklich passende Gesellschafter finden, damit das Ganze auch passt. So, und gucken wir uns die Kommanditgesellschaft an. Die ist so ähnlich wie die OHG, nur wir haben zwei Arten von Gesellschaftern. Ja, und ich zeige das jetzt mal. Also Firmenzusatz wieder KG. So, und es gibt Komplementäre und Kommanditisten. Ne? Komplementäre sind Vollhafter, die haften mit Eigenkapital, mit Privatvermögen und mit Firmenvermögen. Und die Kommanditisten haften nur in der Höhe ihrer Einlage, also ihres Geldes, was sie ins Unternehmen eingebracht haben. Das ist der große Unterschied. Aber im Tagesgeschäft und im normalen Geschäft haben dafür die Komplementäre auch das volle Sagen. Und die Kommanditisten haben nur ein Einspruchsrecht bei außergewöhnlichen Geschäften, zum Beispiel Unternehmensvergrößerungen oder sowas, Fusionen. So, und deswegen Geschäftsführung und Vertretung, die Komplementäre, also die Vollhafter, haben hier das Sagen, ne? Sowohl bei der Geschäftsführung als auch bei der normalen Vertretung nach außen des Unternehmens. Haftung: der oder die Komplementäre haften wie OHG-Gesellschafter, also untereinander, genau wie hier. Und die Kommanditisten, die haften nur in der Höhe ihres eingebrachten Kapitals. Also angenommen, ich habe 30.000 Euro eingebracht, dann hafte ich nur in Höhe dieser 30.000 Euro. Mehr kann da nicht passieren. So, Kapital, kein Mindestkapital notwendig. Kommanditisten und Komplementäre erbringen die Einlagen, also das Geld, was sie ins Unternehmen bringen, nennt sich Kapitaleinlage laut Vertrag. Ne? Aber gesetzlich ist nichts vorgeschrieben. Gewinnverteilung ist so ähnlich wie bei der OHG, aber man bekommt 4% Zinsen auf sein eingebrachtes Kapital und der Rest wird im angemessenen Verhältnis verteilt. Und wie angemessen das ist, das wird im Gesellschaftervertrag festgelegt. So, schauen wir weiter. Also Besonderheiten: es gibt zwei Gesellschafterarten, die sogenannten Komplementäre, die einem OHG-Gesellschafter gleichzusetzen sind, und die Kommanditisten, die Teilhafter, die nur finanziell sich am Unternehmen beteiligen. Genau. Ja, es ist eine ganze Menge Input, ne? Aber wir gehen es jetzt hier mal durch. So, im Schnelldurchlauf. Ne? Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist eine Besonderheit. Das ist wirklich was sehr Zweckgebundenes. Und man muss auch keine Firma anmelden, man muss sich auch nicht ins Handelsregister eintragen. Ja, alle Gesellschafter bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts haften wieder gemeinschaftlich. Vertragliche Regelungen sind möglich. Persönliche Haftung der Gesellschafter, kein Mindestkapital notwendig. Solidarische Haftung ist auch wieder notwendig hier. Und ja, Gewinnverteilung ist auch vertraglich festzusetzen, ansonsten wird das gleichmäßig verteilt, und hier die Besonderheit: mindestens zwei Personen oder auch zum Beispiel Gemeinden oder Städte schließen sich zusammen zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels, und man kann es auch zu nicht gewerbsmäßigen Zwecken errichten. Also es ist eine sehr unkomplizierte Unternehmensform, die man ja relativ leicht gründen kann. Es gibt da auch keine Formvorschrift, da muss man das auch nicht vom Notar abschließen, den Vertrag, es sei denn, man bringt zum Beispiel ein Grundstück ein. Aber halt sehr zweckgebunden, ne? Eher sowas für einfache, ja, kleinere Sachen. So, jetzt kommen wir zur GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ja, eine Kapitalgesellschaft. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. So, worum geht's? Hier wieder beliebige Firma, so wie hier Personen-, Sach-, Misch- oder Fantasiefirma mit Zusatz GmbH. Ja, und so. Man kann sich einen Geschäftsführer anstellen, also man muss nicht persönlich mitarbeiten. Der oder die Gesellschafter können jedoch diese Funktion auch selbst ausfüllen, ne? Das ist klar. So, das Besondere: die Haftung bleibt beschränkt auf das Geschäftsvermögen.
ja, oder den einzelnen Geschäftsanteil, den man eingebracht hat. Und sogenanntes Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro ist als Mindestkapital notwendig, um die GmbH gründen zu können. Ne? Es gibt mittlerweile auch die sogenannte Mini-GmbH oder Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Da benötigt man nur 1 Euro Startkapital und muss dann 25% der Jahresüberschüsse in die Rücklage bringen, bis man wieder 25.000 erreicht hat. Aber das ist eine Besonderheit. Wir bleiben jetzt mal hier bei der GmbH, bei der klassischen. Ja, Gewinnverteilung ist grundsätzlich im Verhältnis der eingebrachten Geschäftsanteile, aber man kann natürlich auch einen Gesellschaftsvertrag abschließen. Ja, was gibt's noch? Aufgrund der beschränkten Haftung kann es schwierig werden, einen Kredit zu erhalten. Dann sind weitere Sicherheiten notwendig. Ja, also das ist natürlich klar, wenn ich mich selbstständig machen möchte, dann gehe ich zur Bank und möchte dann einen Kredit haben, ja, weil ich vielleicht Geld brauche, um Werbung zu schalten oder um meine Startinvestitionen zu tätigen. Und wenn ich dann sage, ja, wir haften aber hier nur mit der GmbH mit 25.000, dann kriegt man vielleicht gar nicht den Kredit. Und da muss man wieder Zusatzsicherheiten bringen, also eigene Sicherheiten, wie vielleicht zum Beispiel das eigene Haus. Und das widerspricht ja dann eben wieder der beschränkten Haftung. Ne? Also am besten, man bringt Geld mit. Genau. So, dann haben wir noch das letzte, die Aktiengesellschaft. So, und zwar ist das ja die bekannte Aktiengesellschaft, die eigentlich jedem kann, der Aktien kennt. Das ist eher ein bisschen was für größere Unternehmen natürlich und man hat den Vorteil, man kann sich von vielen unterschiedlichen Leuten Geld besorgen. So, Zusatz AG, man kann einen Vorstand einsetzen oder man muss einen Vorstand einsetzen, das ist ein eigenes Organ. Ne? Und die AG haftet mit ihrem Gesellschaftsvermögen die einzelnen Aktionäre nur mit dem Wert der Aktien. Also wenn ich jetzt für 10.000 Euro Aktien kaufe, wenn die AG pleite geht, kann ich nicht mehr verlieren als diese 10.000 Euro und muss nicht noch Privatvermögen nachschießen. Ne? Kapital, sogenanntes Grundkapital, muss in Höhe von 50.000 Euro eingebracht werden und Kapitalgeber sind die Aktionäre bei der Gründung. Ne? Also das heißt, wenn man die Aktien ausgibt, bekommt man ja im Gegenzug von den Aktionären dann Geld für die Aktien zurück. Das ist der Normalfall. So. Gewinnausschüttung. Ja, bei Gewinnen ist es so, die werden in Form einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, ne, dass die beteiligt werden am Gewinn. Oder man bildet eben Rücklagen und behält die Gewinne im Unternehmen selber für weitere Investitionen oder Wachstum, wie zum Beispiel das bei Amazon der Fall ist. Ja, Besonderheiten, es ist eine geeignete Rechtsform für einen sehr hohen Kapitalbedarf, weil man kann sich ja relativ schnell Kapital beschaffen von vielen Investoren. Man muss natürlich interessant sein, wenn die Aktiengesellschaft keinen interessiert, dann wird man auch nicht viel Kapital bekommen. Ja, also das soll ein schneller Überblick gewesen sein über diese Unternehmensformen hier. Die 6 an der Zahl, wie gesagt, die ersten 4 sind Personengesellschaften, wo immer eine Person mindestens mit Privatvermögen haftet. Und die Kapitalgesellschaften, hier die GmbH und die AG, da wird ja nur mit dem eingebrachten Unternehmenskapital gehaftet. Ja, also wie gesagt, ich finde die Tabelle sehr schön für eine schnelle Übersicht. Man kann natürlich bei den einzelnen Unternehmensformen nochmal ins Detail gehen. Aber das sollte ein schneller Überblick gewesen sein. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, freue mich über ein Abo, über einen Daumen hoch und ja, wenn dir sowas gefällt, gerne kommentieren, dann können auch noch mehr solcher Videos folgen. Also, beste Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.